Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir das maximal 89 FIFA World Cup Hero Upgrade Pack am Start. Ja Leute, eigentlich wollte ich diese SBC nicht machen, denn ich glaube irgendwie nicht, ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, ich werde nichts Gutes ziehen. Aber da ich nicht wusste, was für ein Video ich sonst heute hochladen soll, habe ich mir gedacht, komm, machen wir die SBC für euch, damit ihr Daily Content habt. Deswegen lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und falls ihr neu seid, auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich zähle immer, wie viele ich habe jeden Tag. Also ich schaue sie mir an halt. Ich schaue mir immer an, wie viele Abonnenten ich habe. Das ist mir schon... Ich würde schon sagen, dass es mir ziemlich wichtig ist. Ich habe 50k ausgegeben insgesamt für die SBC. Ich habe mir nur einen 88er kaufen müssen, Ruben Dias. 45k hat der gekostet. Ah doch, ich habe mir noch Kovacic gekauft, aber einfach nur damit die SBC ein bisschen günstiger, weil ich sonst keinen 84er hatte. Ich hätte auch einen 85er abgeben können, aber ja, genau, scheiße. So, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich schaue mir mal kurz an, was man denn alles so ziehen kann aus diesem Pack. Dafür gehe ich einmal auf Footbin, auf Versionen. Gucken wir die World Cup Heroes an. Okay, also maximal 89, das heißt, wir können nicht ziehen Jürgen Kohler, was gut ist, weil der eh nicht gut ist. Lucio können wir nicht ziehen, was schade ist, weil der ist der Beste, mit Abstand, also hat den höchsten Wert. Papin können wir nicht ziehen, der ist aber irgendwie auch nichts wert, 90k ist der bloß wert. Rudi Völler können wir nicht ziehen, der ist 90k wert. Diego Forlan können wir nicht ziehen, der ist 700k wert. Rudi Völler ist 900k wert, sorry, nicht 90k, 900. Und Diego Forlan 700k. Es kann Yaya Touré werden. Es kann Ricardo Carvalho werden. Also hier gibt es schon viele mit, die über 100k wert sind. Marquisio 1,4 Millionen. Robbie Keane 1,1 Millionen. Totaler Bruch wäre Dempsey und Peter Crouch. Und Al-Khaber. Solange es nicht einer von den drei ist. Oder Campos wäre auch schlecht und Jungberg wäre schlecht. Wenn es keiner von den fünf ist, bin ich schon zufrieden. Wenn doch, dann bin ich voll im Bruch. Oder wenn es Gouvou ist, bin ich... Oh, dann bin ich absolut... Es darf nicht Frankreich werden, Jungs. Weil ich hab Gouvou schon. Und ich müsste den einfach abgeben. Oh Gott, ich hab so Angst. Leute, ich wollte die SBC wirklich nicht machen. Aber ja. Für euch mache ich's. Okay, wir gehen rein. Komm, ich rede nicht allzu lange um den heißen Brei. 3, 2, 1. Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich schau hin. Bitte. Schweden wäre cool. Rikurier, Park. Park Jisun 87er. Der kostet seine 270k, 260k. Ja gut, er ist mehr wert, als ich fürs Pack ausgegeben habe und auch mehr wert, als das Pack generell die SBC kostet. Deswegen ist es eigentlich ein W. Ich kann ihn nicht gebrauchen, aber es ist ein W. Nehme ich trotzdem mit. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Daumen nach oben da. Sagt Bescheid, schreibt in den Kommentaren, was ihr so gezogen habt, wenn ihr denn diese SBC gemacht habt. Denn eigentlich an sich ist es ja eine coole SBC, aber ich dachte mir einfach nur, nee, ich kann eh keinen von denen gebrauchen. So, selbst wenn es so ein Marquisio wäre, der würde nicht in mein Team passen, so, aber würde ich natürlich trotzdem mitnehmen. Park Ji-sun, nicht so schlecht, würde ich sagen, ist okay. Jetzt haben wir noch mal kurz einen Ladebug als Abschluss. Ich wollte mir kurz seine Werte ansehen, aber yeah, denkst lieber Ladebug, scheiß drauf. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.